leider nicht vorgreifen. Schönen Dank, dass Sie alle da sind erst einmal. Herzlich willkommen. Der Herr Heiler hatte gerade eine tolle Idee. Wir machen die Versteigerung jetzt wie geplant. Und wenn Kunstwerke übrig bleiben, dann zeigen wir die auf unserer Homepage und machen bekannt, dass dieser Erlös zu 100% an die Familien in Not geht, sodass uns von den gestifteten Bildern von den Künstlern nichts verloren geht. Das finde ich eine sehr gute Idee, danke. Und damit möchte ich das Wort an den Vereins Familien in Not, dem ja diese Kunstauktion zugutekommen soll, nochmal ein herzliches Grüß Gott in diesem wunderschönen Ambiente, dass unsere Gastgeber hier mit viel Mühe, viel Vorbereitungswochen, kann man ja sagen, oder Monaten sogar, uns bereitet haben. Frau Karl hat mich gebeten, ein paar grundlegende Informationen auch über die Arbeit vom Verein Familien in Not zu geben, was ich natürlich gerne tue. Vielleicht ein bisschen in geraffter Form, nachdem wir ja jetzt doch in einem etwas kleineren Kreise sind und ich davon ausgehe, dass wohl die meisten hier auch vom Verein Familien in Not schon mal was gelesen haben und gehört haben. Also glaube ich, kann ich mir einige Ausführungen vielleicht sparen, dass man wirklich möglichst schnell zum Kern der Sache kommen. Der Herr Erdli schwingt schon Hammer. Stimmt natürlich im krassen Gegensatz zu den desolaten Wohnverhältnissen, die den Mitgliedern des Vereins und Familien in Not bei ihrer Arbeit immer wieder begegnen. Wir erleben Familien, die in heruntergekommenen Altbauten, man könnte auch sagen Bruchbuden, leben und die den Umzug in eine menschenwürdigere Wohnung, vorausgesetzt, sie würden überhaupt im Raum Pfaffenhofen eine finden, bei der gegenwärtigen Marktlage, nicht bewerkstelligen können, weil sie weder das Geld für eine Kaution noch für die Maklerprovision aufbringen können. Wir treffen auf Kinder, die nicht einmal ein ordentliches Bett haben, sondern auf alten Matratzen am Boden schlafen müssen. Und dies nicht nur in Familien von Kriegsflüchtlingen, wo das vielleicht vorübergehend auch mal so ist, oder Migrantenfamilien, sondern auch teilweise in Familien, die schon lange hier im Landkreis in der Hallertau leben. Beispiele finden wir fast täglich. Vor wenigen Tagen haben wir erst einen Hilfsantrag einer jungen Familie mit 4 Kindern bekommen. Erst in dieser Woche haben wir wieder lesen können, dass die Armutszahlen in Deutschland wieder auf einem hohen Niveau oder höchsten Niveau sind. Statistisches Bundesamt hat ermittelt, dass 15,5% der Bevölkerung, also jeder Sechste, von Armut bedroht ist, wobei Bayern mit 11,3% noch relativ gut dasteht, wenn man so will. Das sind also nicht nur Menschen, die von Sozialleistungen Hartz IV leben, sondern eben auch viele Familien, wo Vater oder Mutter einen Vollzeitjob haben, die aber so wenig verdienen, dass es einfach hinten und vorne nicht mehr reicht. Allerdings stellen wir auch fest, dass die Zahl derjenigen immer größer wird, die trotz Vollzeitjobs wegen gesunkener Reallöhne bei gleichzeitig stark gestiegenen Lebenshaltungskosten, vor allem im Energiebereich, momentan haben wir zwar ein bisschen eine Beruhigung, aber einfach nicht mehr in der Lage sind, genügend Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben zu bilden. Und dann zerbricht ganz schnell die fragile finanzielle Basis gerade junger Familien und besonders bei den Familien, die zugezogen sind, die eben in der neuen Heimat auch noch nicht die Unterstützung von Freunden oder Familienangehörigen und Verwandten haben. Ursachen sind oft schwerwiegende psychische Störungen, chronische Erkrankungen, der Verlust des Arbeitsplatzes, klar,
oder Trennungen. Der typische Fall, der Mann lässt die Partnerin mit gemeinsamen Schulden und Kindern alleine zurück und ja, zahlt dann in vielen Fällen oftmals auch keinen Unterhalt. Das erlebt man immer wieder. Natürlich Wohnungsbrände, Verkehrsunfälle, hohe Reparaturkosten für ein altes Auto, mit dem der Vater oder die Mutter jeden Tag zur Arbeit fahren muss. Das sind alles Gründe, warum es dann einfach nicht mehr umgeht. Und dann versucht man mit Ratenzahlungen, leiht sich vielleicht Geld bei Freunden, dann bleibt man die Miete schuldig, kommt mit der Stromrechnung in Rückstand. Und dann steht der Mann von E.ON vor der Tür, um den Strom abzusperren, und die Spirale nach unten dreht sich immer schneller. Um Menschen in solchen Situationen zu helfen, hat sich der Verein Familien in Not im Jahr 1990 auf Initiative des Pfaffenhofener Kurier gegründet. Rund 1,6 Millionen Euro wurden seither an bedürftige Menschen im Landkreis ausbezahlt. In erster Linie an Familien mit Kindern und alleinerziehende Mütter. Im vergangenen Geschäftsjahr waren es rund 140 Hilfsanträge, bei denen Zuschüsse und zinslose Darlehen, die werden dann überwiegend für Mietkautionen ausgereicht, von insgesamt 86.000 Euro an 120 Familien oder auch Einzelpersonen gewährt. Wir haben natürlich engen Kontakt zu Sozialbehörden, Jugendamt, koordinieren die Kinderschutzstelle, die Kirchen, andere karitative Verbände, wie zum Beispiel die Schuldnerberatung und der psychosoziale Fachdienst, der Caritas, oder auch die Pfaffenhofener Tafel. Die Vorsitzende der Pfaffenhofener Tafel, Frau Langmeier, ist auch Mitglied bei uns im Verein. Gemeinsam mit diesen Partnern versucht der Verein, Lücken im sozialen Netz zu schließen. Das heißt, Familien in Not hilft grundsätzlich nur dort, wo staatliche Stellen, Krankenkassen, Versicherungen oder andere soziale Kostenträger nicht zuständig sind. Ein paar Beispiele, wo wir helfen, also Alleinerziehende und Familien mit geringem Einkommen, also natürlich in erster Linie Hartz-IV-Empfänger, aber auch, wie gesagt, Leute, die einfach keine Sozialleistungen bekommen, aber mit ihrem Einkommen nicht keine Rücklagen haben, um Notsituationen auszugleichen. Es gibt Erstausstattung oder Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten, Zuschüsse bei außergewöhnlichen Belastungen durch Umzüge, behindertengerechter Umbau von Wohnungen, Reparaturkosten für Fahrzeuge zum Erhalt des Arbeitsplatzes, haben wir schon gesagt gehabt, Zuschuss für Haushaltshilfen und Kinderbetreuung bei Krankheitsfällen zum Beispiel, Wiederbeschaffung der dringendsten Erstausstattung. Im Fokus stehen natürlich bei uns immer Kinder und Jugendliche, um deren Chancen, Lebensperspektiven, einfach Teilhabe an Gemeinschaftsaktivitäten mit Freunden auch zu unterstützen. Wir unterstützen Anschaffung von Bekleidung, Fahrrädern, Sportgeräten, Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenbetreuung, soweit es halt nicht von den Schulen heute auch teilweise auch kostenlos angeboten wird. Ausflüge und Klassenfahrten, Freizeitmaßnahmen in den Ferien, Musikunterricht, Schwimmkurse, sportliche Aktivitäten. Diese Arbeit kann der Verein Familien in Not, der maßgeblich von der Spendenaktion Vorweihnachten guten Herzen des Donaukurier getragen wird, nur mit der Hilfe tausender engagierter Förderer leisten. Privatleute, Firmen, Vereine und viele andere Institutionen, die uns immer wieder helfen. Sie füllen mit ihren Spendenaktionen wie dieser am heutigen Abend den Hilfsfonds von Familien in Not immer wieder auf. Deshalb möchte ich Ihnen, liebe Renate und lieber Siegfried Karl, und vor allem auch allen an dieser
Aktion beteiligten Künstlern und Künstlerinnen sehr herzlich. Aktionen benötigen juristischen Beistand. Das heißt es, damit alles ordnungsgemäß abläuft, damit die Zuschläge rechtmäßig erfolgen, da gibt es dann kein Aus und Ein mehr. Aber sie benötigen möglicherweise auch die Aufhilfe, die Beihilfe, die Unterstützung, dass sich die Gebote in astronomische Höhen schrauben können. Worauf alle beteiligten Künstler ganz einleitend, weil Sie haben es schon sehr zutreffend gesagt, Herr Heiler, Wert legen, es handelt sich beim heutigen Abend um eine Auktion, nicht hingegen juristisch um eine Versteigerung. Der Unterschied, den Familien in Not leider geläufig, bei der Auktion wird alles das, was unter oder neben den Hammer kommt, freiwillig zur Verfügung gestellt. Bei einer Versteigerung ist ein höheres eigenes Interesse vorhanden, dass es weg und zu Geld gemacht wird. Sie haben, also Sie alle, die Sie da sind, haben eine großartige Gelegenheit. Wir haben leider, Gott sei Dank, noch viele offene Plätze. Die Frau Kahl hat auch viele Zusagen von Spenden- und auktionsbeteiligungswilligen Menschen. Diese 25 Stück Personen, die wir noch nicht sehen, sind allerdings höchstwahrscheinlich alle mit einem gemeinsamen Bus angereist und der ist irgendwo auf der Höhe kurz vor Niederscheiden im Schneegestöber offensichtlich stecken geblieben. Das macht aber gar nichts, denn der Herr Karl hat vorher klugerweise die Haustüre endgültig verschlossen, also da geht es nicht mehr raus, und die Familien in Not haben es sich zum Ziel gesetzt, heute alle 12 bis 16 Versteigerungsstücke auch an den Mann, die Frau, das Ehepaar oder auch das Unternehmen zu bringen. Soll heißen, wir haben zwar ein bisschen zu essen da, aber es reicht maximal für 2 Tage. Und bis dahin gehen wir davon aus, sämtliche Unikate verhämmert zu haben. Was erwartet Sie? Also erstens, lang nichts zu essen, bevor nicht Diverses erworben wurde. Gott sei Dank ist es dafür warm genug. Die Decke tropft nicht, es ist nichts verschimmelt. Und wir haben aus den verschiedensten Sparten etwas für Sie. Also die Kunst in fast allen, eine Sinfonie haben wir glaube ich nicht, aber musikalisch könnten wir die dort rechts befindliche Stereoanlage einschalten. Leicht bei Karl, wenn jemand lieber eine Stereoanlage haben will als 3 Bilder, dann auch das Inventar des Hauses ist nicht versteigerungsfest. Der E-Markt hat, auch der Olbrich hat gesagt, er hat keine Zeit, er wäre gern gekommen, aber er will nichts ersteigern. Der war gestern schon da. Gut, also, was Sie finden, sind sämtlich Unikate. Sie müssen keine Angst haben, mit irgendeinem billigen 100-Wasserdruck nach Hause zu gehen oder irgendeinem komischen Dali, den auch 180.000 andere in Spanien, Deutschland oder Österreich an der Wand hängen haben. Sie bekommen alles, also fast alles, das was ausgestellt ist, Sie bekommen alles für einen guten Zweck. Und je mehr der gute Zweck kommt, umso erfreulicher ist es. Wir beginnen, damit Sie sich auf die Bilder einstellen können, zunächst mit der Lese-, Schriftstellerei und Druck.